Sorgt für Hintergründe heute bei uns. Außerdem, was steckt hinter den Schüssen auf der Autobahn bei uns? Und große Sorge um ihn, um Karel Gott. Wieder muss der Sänger kämpfen, wieder ist es Krebs, das private Geständnis. Auch das heute bei uns. Bis gleich, Brisant. Und bei uns heute ein Video, das Fragen auf. Herzlich willkommen damit zu Brisant. Bei Fällen von Polizeigewalt, und es wird noch ermittelt, ob es sich in diesem drastischen Fall darum handelt, liegt der Verdacht nahe, dass solche Ermittlungen schwierig sind. Kollegen sollen plötzlich gegen Kollegen ermitteln. Und doch gibt es Fälle, die solche Maßnahmen notwendig machen. Ermittelt wird in diesem aktuellen Fall in Rheinland-Pfalz gegen einen Beamten der Bundespolizei. Wenn man dieses Bild hier sieht, dann ahnt man vielleicht schon, dieser Absturz hätte noch schlimmer ausgehen können. Er hat ohnehin ein Menschenleben gefordert. Aber was dieser Absturz nicht verrät, ist das, was davor passiert ist. Und da hätten schnell noch sehr viel mehr Menschen betroffen sein können. Und dann noch das, über Ländergrenzen hinweg ist nach einem Mann gefahndet worden. Und vor Berlin auf der Autobahn hat ihn die deutsche Polizei dann schnappen können. Die Situation endete dann aber in einem Großeinsatz, weil der Mann bewaffnet war und auf die Polizisten gezielt haben soll. Es ging tödlich aus. Die große Frage jetzt in diesem spektakulären Prozess: Was hat dieser Mann verbrochen und was hat er alles gewusst? Darum geht es gerade vor dem Bundesgericht in Manhattan, um Jeffrey Epstein und seine Machenschaften, die ihn reich gemacht haben, aber nicht nur das, auch sehr einflussreich. Er selbst kann nicht mehr sprechen dazu, er hat sich das Leben genommen. Aber die Frauen wollen gehört werden, die er verkauft haben soll. Für Sex in den besten, auch politischen Kreisen. Das jüngste Opfer soll erst 14 Jahre alt gewesen sein. Der große Fall könnte noch vieles ins Rollen bringen und so manche berühmte Persönlichkeit sprichwörtlich den Kopf kosten. Die Unwetter, die über Mallorca gewütet haben, da haben wir gestern groß berichtet in der Sendung, die sind inzwischen weitergezogen Richtung spanisches Festland. Und dort haben sie inzwischen sogar Menschenleben gefordert. Es gibt große Schäden, dazu jetzt mehr. Müssen sie dafür zahlen? Bußgeld? Mal mehr, mal weniger. Und man überlegt sogar, ob vielleicht ein Kippenpfand die Lösung wäre, um das Müllproblem ganz in den Griff zu bekommen. Bei uns spricht jetzt ein Mann, dem das Thema sehr am Herzen liegt und der es auf eine ganz besondere Art und Weise angeht. Da kommt einiges zusammen. Wir gucken auf die Prominenz heute. Wir haben Rihanna, die zeigt, was unten drunter so in ist, tatsächlich. Dann traurige Nachrichten, die gibt es von Karel Gott. Und eine junge Schauspielerin spricht bei uns, die etwas klarstellen möchte. Jetzt Brisant Prominent. Wir starten mit ihr, Rihanna, die hat den Durchblick. Ja, die weiß wirklich, wie es geht. Die größte Show abziehen und den Clou am Ende einfach für sich behalten. Rihanna, die ließ nämlich jetzt zu ihrer Unterwäsche-Modenschau jede Menge Presseleute antanzen. Die durften alle fotografieren, aber eben nur vorn am Teppich. Die Show selbst war topgeheim. Warum? Rihanna hat alle Rechte verkauft. Gibt's also demnächst als Film. Wir haben trotzdem Bilder und heiße News. Ja, apropos Chor und große Musik. Wir machen uns ernsthaft Sorgen mit vielen anderen um Karel Gott. Gerade erst haben wir ihm noch zum Geburtstag gratuliert. 80, was für eine schöne große Zahl. Dann gab es dieses tolle Duett mit der Tochter. Das hat viel Karel Gott eingestanden, dass er wieder kämpft gesundheitlich. Und das gegen den schwersten Gegner, den man haben kann. Es ist noch mal Krebs. Also Genesungswünsche kommen heute von überall und ein Orden ist auch schon versprochen. Dennoch, es ist natürlich eine ganz ernste Krankheit. Hintergründe dazu und natürlich zu Karel Gott auf brisant.de. Da informieren wir Sie laufend. Lohnt sich, da mal raufzuschauen. So, und wir machen noch ein bisschen Musik. Nicht nur Taylor Swift, auch wir sind nämlich ganz verzückt von Freya Ridings, der neue Superstar am Musikhimmel. Dabei hätte diese junge Frau wirklich auch Bammel haben können. Sie war nämlich auf derselben Künstlerschule wie Amy Winehouse und Adele. Ja, das schafft man doch nie, könnte man da denken, da nach oben zu kommen. Hat sie aber. Und geholfen hat ihr dabei verrückterweise der eigene Liebeskomma. Den wollte sie sich nämlich von der Seele singen. Und das fanden auch viele andere herzzerreißend schön. Ja, ganz schön cool für ein Mädchen, das in der Schule immer gemobbt wurde, weil sie so rote Haare hatte. Jetzt kommt sie.
Großes Glück, da machen wir gleich weiter bei Felix Neureuther. Und Familie ist nämlich auch gerade richtig was los. Er wird noch mal Papa. Baby 2 ist unterwegs. Die beiden freuen sich sehr, freuen sich auf das, was kommt, haben sie über Social Media verraten. Heißt aber auch, Rosi Mittermeier und Christian Neureuther, die werden noch mal Großeltern. Also die können sich gleich mitfreuen. Und das passt gerade ganz gut. Denn Christian Neureuther, der kämpft so ein bisschen mit der Gesundheit, hat Arthrose, haben ja viele Sportler leider tatsächlich auch. Aber er will sich und anderen Mut machen. Und der hat dann noch ganz viel vor. In den Ansteckend fröhlich, die ganze Familie. So, jetzt wollen wir Ihnen jemanden vorstellen. Gestatten, das ist Heinrich, früher mal Miriam, Nachname Horwitz. Und da klingelt es jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen. Ja, ist das nicht die Tochter des berühmten Schauspielers? Damals ein paar Jahre her. Und jetzt hat sie sich entschieden, Miriam mit einer sehr privaten Entscheidung an die Öffentlichkeit zu gehen. Auch um anderen zu zeigen, ich bin so und ich möchte so einfach akzeptiert werden und du kannst das auch. Sie sagt nämlich, oder er oder es, ich bin weder Frau noch Mann, ich bin divers und ich heiße jetzt Heinrich. Lasst das doch bitte schön alle mit dem Schubladen denken. Wie lebt es sich mit so einer Entscheidung? Das wollten wir wissen und das hören wir jetzt von Heinrich. Also wir hören, das ist ein nicht leichter Weg, aber es ist ein wichtiger und Heinrich sehr wichtig, umso schöner, dass das hier so offen mal besprochen wurde. Und weil jetzt aber sicherlich auch ganz viele an den Vater gedacht haben, weil es ja große Schlagzeilen gab, Dominik Horwitz, der hatte ja diesen schweren Motorradunfall, haben wir hier in Brisant auch ganz groß berichtet und viele haben sich gefragt, wie geht's dem? Und deshalb haben wir wirklich ganz aktuell nochmal nachgefragt und zum Glück, da gibt es gute Nachrichten, der ist auf dem Wege der Besserung, also alles Liebe von dieser Stelle jetzt hier auch mal vom ganzen Brisant. Wir machen weiter mit großen Stars. Ja, die ganz großen Superstars aus Hollywood. Wo stecken die gerade? Was denken Sie? In Oldenburg. Ist tatsächlich so. Wo denn sonst? Und jetzt gibt es noch eine Überraschung mit Margaret Qualley. Das ist die Tochter von Andy McDowell. Die tanzt wahnsinnig gern. Das macht sie irre gut. Und gerade, schauen Sie mal, was da abgeht. Ja, die kann einiges. Hollywood kann sie auch noch. Nimmst du mit? Ja, und man ist irgendwie angesteckt, gleich mitzumachen. Aber jetzt sagen wir leider, tschüss für heute. War eine schöne Sendung. Freuen wir uns auf morgen. Tschüss.